Leider, was ich immer bemängele, ist, dass die meisten Geschwister, die in der Dschahiliyyah richtig mutig waren und richtig reden konnten und viele Sachen gemacht haben, die eigentlich die wenigsten Deutschen sich trauen zu machen. Wenn sie anfangen, den Islam zu praktizieren, dann sieht man, dass die Leute einfach Hemmungen haben, ängstlich geworden sind und die trauen sich nicht. Ganz im Gegenteil. Normalerweise, wenn jemand anfängt, den Islam zu praktizieren, dann muss man noch mehr Kraft haben, dann muss man mehr Selbstvertrauen haben und man muss in der Öffentlichkeit stehen und diese Religion verteidigen. Genauso wie Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Jeder von euch weiß, Umar ibn Khattab war sehr schlimm in der Dschahiliyyah. Und als er den Islam angenommen hat, Allah hat mit ihm den Islam hochgebracht. Und sogar der Shaitan hat Angst vor ihm gehabt. Und er sagte auch selber, die Schlimmsten in der Dschahiliyyah sind die Besten im Islam, wenn sie wahrhaftig sind. Weil diejenigen, die den Islam oder zum Islam zurückkehren, sie kehren aus Überzeugung zum Islam. Sie haben alles erlebt, wodurch man versucht, uns in die Irre zu führen. Diskos, Alkohol, Partys und, und. Sie haben alles erlebt. Und sie wissen, dass das alles nur zum Verderben ist oder zum Verderben führt. Und dann sind sie zurückgekehrt zu Allah und aus Überzeugung. Genauso wie die neuen Geschwister im Islam, die den Islam annehmen, die Konvertierten, sie nehmen den Islam aus Überzeugung an. Und sie haben richtig Kraft. Und die haben keine Hemmungen. Und ein Beispiel dafür ist unser Bruder Pierre Vogel. Möge Allah ihn reichlich belohnen. Alhamdulillah, der ist ein Beispiel für die Konvertierten. Und ich frage mich in der letzten Zeit, wo sind unsere neuen Geschwister im Islam, die den Islam angenommen haben, die Konvertierten? Das sind Millionen hier in Deutschland. Das sind wirklich Millionen in Deutschland. Aber sie verstecken sich. Die trauen sich nicht in der Öffentlichkeit, den Islam zu verteidigen. Und die sehen, dass der Islam beleidigt wird. Die sehen, dass der Prophet Muhammad a.s. beleidigt wird. Diese Menschen, diese neuen Geschwister im Islam, die müssen aufstehen. Diese Schlafzeit ist vorbei. Ja? Der Prophet Muhammad a.s. sagte, von Bani Ishaq, also Konvertierten, 70.000 werden den Islam in Gesamteuropa verbreiten. Ja? So dass kein Götzendienst mehr existieren wird. Und sie werden, inshallah, in die Türkei marschieren, die Scharia dort praktizieren und dann von dort aus Syrien, inshallah, befreien. Die müssen sich jetzt bewegen. Sie müssen anfangen, sich zu zeigen. Es gibt viele davon. Ja? Weil leider wir sehen, dass die gebürtigen Muslime, die hier leben, so viel Angst haben, dass sie nicht mal sich trauen, ein Wort, ein wahres Wort zu sagen. Medienhetze gegen den Islam richtet sich an der ersten Linie auf die neue Generation von den Muslimen hier, also die dritte Generation. Man hat die erste Generation versaut, die waren sowieso versaut, die sind hier gekommen, um Geld zu sammeln. Die zweite Generation hat man versaut, ja, indem man ihnen das Christentum beigebracht hat. Und jetzt kommt die dritte Generation, das seid ihr. Auf euren Schultern lastet eine gewaltige Verantwortung. Und der Prophet a.s. hat gesagt, die Greise haben mich gequält. Die Greise, das sind die älteren Leute. Die waren immer Hindernis auf dem Weg des Islam. Immer. Ja? Und das merkt ihr schon. Die fangen immer in den Moscheen zu zittern,
wenn einer anfängt, dort zu predigen. Oh, die werden die Moschee zumachen. Lass sie. Sie haben bis jetzt keine Moschee zugemacht. Auch die Moschee, die angeblich zugemacht worden ist in Hamburg, das ist eine Lüge. Ich kenne die Geschwister und die haben mir gesagt, Wallahi, wir sind nicht mal bereit, die Miete zu bezahlen. Mehrere Monate konnten sie die Miete nicht zahlen, weil leider die Muslime ihre Pflichten komplett vernachlässigt haben und die suchen alle nach iPhone 5 und iPhone 4. Ja? Und Moscheen bekommen die Unterstützung gar nicht mehr. Sie konnten die Miete nicht zahlen, deshalb haben sie die Kündigung eingereicht. Und natürlich, die Polizei wusste das und die haben daraus ein Medientheater gemacht. Ja? Sie hätten die Moschee in Hamburg zugemacht. Sie haben bis jetzt keine einzige Moschee zugemacht. Nur der Schaitan macht uns ängstlich. Nur der Schaitan macht die älteren Leuten ängstlich. Möge Allah diese Menschen inshallah recht leiten. Aber ihr seid jetzt gefragt. Die ganze Hetze gegen den Islam ist nur wegen euch. Alle Moscheen sind voll mit Jugend. Und das hassen die Kuffar. Das hassen die Kuffar richtig. Weil die Kirchen komplett leer sind. Die Politiker sind gottlos. Die wollen kein gottesfürchtige Menschen sehen. Die wollen weder Islam noch Christentum. Ja? Deshalb, die junge Generation wird richtig bekämpft, weil man sieht und man weiß, dass diese Menschen nur Allah fürchten, wenn sie zurück zum Islam kommen. Ja? Und dass sie die Kraft haben, dass sie Mut haben, dass sie Selbstvertrauen haben. Sie sprechen perfekt Deutsch. Ja? Und das ist, wie gesagt, die Generation, die gefürchtet wird. Deshalb an die neuen Geschwister im Islam, an die Konvertierten, steht auf, verteidigt den Islam. Und an die Geschwister, die zurückgekommen sind zum Islam, fürchtet nur Allah. Eure Eltern in den Moscheen oder zu Hause, die sind leider eingeschüchtert worden. Wenn jemand, das habt ihr alle mitbekommen, wenn jemand anfängt, den Islam richtig zu praktizieren, die Sunna des Propheten a.s. anfängt zu praktizieren, dann ist er auf einmal radikal geworden für die Eltern. Ja? Anstatt, dass die Eltern sich freuen, nein, der ist radikal geworden. Wenn die Frau, wenn die Schwester anfängt, Kopftuch zu tragen, dann ist sie radikal für die Familie. Warum? Weil die Medien unseren Eltern versaut haben. Die Kuffar arbeiten nicht nur an ihrer Bevölkerung, die arbeiten auch parallel an die Muslime, um sie zu versauen. Ja? So, dass die Muslime die gleiche Denkweise haben mittlerweile wie die Kuffar. Oh, der ist radikal. Ja? Der sagt, dass die Christen Kuffar sind. Ja? Ich sage, dass die Christen Kuffar sind. Das sind nicht meine Worte. Meine liebe Schmeichler. Ja? Das sind nicht meine Worte. Allah sagt im Koran, قل, sprich ja Muhammad. Und sprich jeder Muslim. Ja, ayyuha al-kafirun. Allah nennt sie Kuffar. Wie soll ich sie nennen jetzt? Ja, Allah nennt euch Kuffar. Soll ich euch jetzt Andersgläubigen nennen? Soll ich euch anders nennen als das, was Allah euch nennt? Und subhanallah, das ist die Bestätigung. Die Muslime, die Angst haben zu sagen, dass die Kuffar Kuffar sind, und dass die Christen und Juden und Atheisten und Buddhisten Kuffar sind, das sind die Menschen, die Allah im Koran meint und sagt, sie hassen, was Allah herabgesandt hat. Sie hassen Allahs Bezeichnung. Allah hat alles beim Namen genannt. Kafir, Kafir, Muslim, Muslim. Ahl al-Kitab, Ahl al-Kitab. Ja? Genauso wie Paradies und Hölle. Deshalb, Allah liebt es von uns, dass wir auch alles beim Namen nennen. Ja? Und subhanallah, viele Leute wissen gar nicht,
welche Katastrophen dahinter sind, wenn wir jetzt nicht alles beim Namen nennen. Ja? Viele, viele Muslime leider hier, die waren integriert, Halbchristen, und sie haben angefangen zu schmeicheln und zu sagen, ja, die Christen kommen auch ins Paradies. Das ist eine Lüge über Allah und das ist eine Lüge über den Propheten Muhammad. Allah sagt, die sind Kuffar, und du sagst, die sind nicht Kuffar. Allah sagt, wenn sie den Islam nicht annehmen und sterben ohne Islam, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle, und du sagst, nein, ihr geht ins Paradies. Immer alles beim Namen nennen. Wenn Allah sagt, die sind Kuffar hoch sieben. Ja? Wenn Allah sagt, die kommen in die Hölle, die kommen in die Hölle. Wozu haben wir Angst? Damals kamen die Kuffar zum Prophet Muhammad a.s. und haben ihm gesagt, ja Muhammad, wir wissen, du bist ein Prophet. Ja? Aber lass uns einigen. Lass uns einigen. Wir beten dein Gott, dein Allah, ein Jahr an, und du betest unser Götzen ein Jahr. Dann kam die Offenbarung von Allah. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Sprich Muhammad, o ihr Kuffar, ich diene nicht, was ihr dient, und ihr dient nicht, was ich diene. Ja? Also sinngemäß. Ihr habt eure Religion, ihr habt euer Götzen, die euch ins Verderben bringen, und ich habe meine Religion.